Was ist, wenn ein Staat die Enthauptung wieder einführt als Strafe? Und die Juristen dieses hypothetischen Staates erklären rhetorisch geschickt und überzeugt, dass das keine Todesstrafe sei, wenn der Tod nicht verlangt wird. Wird jemand enthauptet, sagen sie, und entschließt sich der Enthauptete danach zu sterben, dann war das dessen freie Entscheidung. Verlangt wurde das vom Staat ja nicht. Also sei das auch keine Todesstrafe, sagen die hypothetischen Juristen. Machen wir es umgekehrt. In diesem hypothetischen Staat behaupten diese hypothetischen Juristen, dass ein virtueller Mord ein richtiger Mord sei. Ein Autor schreibt einen Roman, in dem eine fiktive Figur fiktiv ermordet wird. Der Autor hat diese Figur ermordet, sagen dann diese Juristen. Der Autor muss wegen Mordes verurteilt werden, sagt die hypothetische demokratische Mehrheit. Was ist, wenn es sich nicht um eine Frage von Leben und Tod handelt, sondern etwas Kleineres? Sagen wir, jemand sagt etwas Gewalttätiges und die Juristen dieses Staates sagen dann, es handle sich um richtige Gewalt. Naja, immer diese Gedankenspiele. Natürlich würde kein Staat so etwas wirklich machen. Danke für deine Zeit.